Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben Sonntag, Samstag, Samstag, Sonntag ist heute. Tag des Regens. Oh, oh, oh. Es soll regnen wie Sau. Aber bisher ist alles schön. Ich habe die Markise gerade wieder aufgebaut, habe nochmal die Sturmbänder richtig schön festgemacht. Und jetzt laufe ich mit dem Ettigong Dingong in der Runde. Das ist heute Nacht schon um 6 Uhr anfangen, soll es zu regnen. Das ist ja Wetter eigentlich so typisches Ostseewetter. Bedeckt, kühl, windig, aber schön. Ja, so sieht's aus. Der Etti läuft hier über Volleyballplatz. Der Calvino hat hier gestern mit ein paar anderen Jungs gespielt. Jetzt muss er einmal gucken und aufpassen, ob alles wirklich ordnungsgemäß verlassen worden ist. So ist er halt. Chef Beagle, Ettigong. Ach ja, die Nacht war kurz, aber schön. Aber wirklich gut geschlafen haben wir alle. Die Mama schläft immer noch mit der Livia. Und heute wollten wir eigentlich einkaufen, aber irgendwie fing die Mama an, kränklich zu werden. Und bei mir war mit der Hand gestern, also ich habe die Bandage gestern Nacht so stark angezogen. Meine Hand war ganz geschwollen, habe ich gar nicht erzählt. Ich war gestern so aufgeregt wegen dem Tauchen, dass ich das ganz vergessen hatte zu erzählen. Ja, die war dann richtig dick, nicht doppelt so dick, aber angeschwollen halt. Und das war schon ein bisschen komisch. Und aber da ist schon wieder alles gut. Ja, einkaufen wollten wir heute eigentlich nicht. Mal gucken, wenn es wirklich anfängt zu regnen, so die ersten Tropfen kommen so langsam. Oh, oh. Werde ich wohl, wenn wir mal nach Decathlon fahren, wegen Schlafsack zu Calvino. Da wollten einen schönen haben. Vielleicht wegen Vorzelt mal irgendwo gucken, muss man nachfragen, ob sie irgendwo so einen Campingzubehörladen gibt. Ja, aber da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und erzählen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Smurfy, komm, wir gehen mal weiter. Ja, so sieht's aus. Zu essen gibt's heute Gyros mit Reis und Krautsalat. Haben wir gesagt, Tzatziki hatten wir gestern, vorgestern schon gemacht. Komm, Smurfy. Also nichts Weltbewegendes. Die Mama wollte noch einen Zucchini-Auflauf machen. Ja, dann nehme ich euch aber mit und zeige euch das dann alles. Smurfy, komm, wir gehen mal rüber. So, wir haben jetzt doch wieder abgebaut. Die Markise, weil es extrem stürmisch geworden ist. Und haben uns gesagt, komm, bevor die Markise wegfliegt, eine Böe kam gerade, da ging die schon echt in die Knie, trotz den Bändern und den Haken unten drin. Und haben gesagt, komm, schiebt was drauf. Wir fahren die jetzt ein, wir gehen shoppen. Wir geben ein bisschen Geld aus. Nein, wir gehen jedenfalls mal gucken. Wir wollten in 2 Malls heute mal dann rein. Der Hund ist noch Platz von gestern, hat er gesagt. Mit dem können wir ja zwischendurch auch ein bisschen laufen. Dann können wir auch mitnehmen in den Mall irgendwo. Der geht schon ins Bett jetzt. Er geht jetzt ins Bett, er ist müde. Ja, wir gehen ja jetzt eh nicht. Wir machen uns ja erstmal fertig. Ja, er kann den ganzen Mist nicht ertragen. Dann gehen wir auf Hundestrand hier, da kann er sich ja aus. War er ja schon gerade. Ja, ich weiß. Na, der ist ja eh platt. Wir können ja gucken. Und dann machen wir uns einen schönen Tag in den Mall, beziehungsweise eher einen ruhigen heute hier. Ausruhen von gestern, das Tauchen war anstrengend. Die Mama ist auch ein bisschen angeschlagen. Und dann machen wir heute eher einen ruhigen. Jetzt gibt es erstmal Käffchen aus der Milka Laune Kuh. Meine Tasse, wo ist die überhaupt? Ich habe die seit Tagen schon nicht mehr. Das heißt, der Papa geht gleich spülen und duschen gleichzeitig. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Maus bedient sich gerade selber am Frühstücksbuffet. Und ich werde euch mitnehmen, wenn wir was Spannendes machen, werde ich natürlich berichten. Jetzt gibt es erstmal Kaffee im Sturm. So, Mittagszeit im Hause Gong. Bei uns gab es heute jetzt leider schon alles aufgegessen. Hatten wir hier Gyros, Reis, Grünsalat, Feta-Käse, ja, Tzatziki und Krautsalat. Tzatziki ist schon aus Sicherheitsgründen weggeräumt. Das haben wir uns jetzt schmecken lassen. Und jetzt gleich geht es in die Mall. Ist in einigen schon trocken, ist schön. Und da wollen wir bei Decathlon glotzen ein bisschen, was wir da so Schönes kriegen. Ein paar Sachen bräuchten wir. Mal gucken, ob sie die da haben. Und dann wollten wir in eine andere Mall noch fahren, das vom Weg liegt. In den Teddy. Beziehungsweise Action gibt es ja nicht. Ne? Teddy ist halt hier. Ja, Kick gibt es ja auch. Kick gibt es ja auch. Da brauchen wir aber, glaube ich, nicht hin, oder? Ne, da hinten ist Mucke. Da spielen ein paar Jugendliche Volleyball. Der Etty hat seinen Knochen. Der Calvino schüttelt seine Decke aus. Bim, bim.
immer. Schmeiß mal bitte immer. Und ich chill jetzt ein paar Minuten mein Leben. Nein, ich gehe jetzt spülen, aufräumen, ein bisschen. Langsam, langsam. Die Mama isst auch einen Nachtisch. Die Schnitte aus Milch. Ja. Die ist so geil. Wie isst du die? Ich esse immer erst. Ich beiß da zweimal rein, die ist weg. Mama, Mama. Dafür esse ich aber auch fünf. Damit mein Doppelkinn genährt ist. Nur rund ist gesund, schlank ist krank. Nein, nein, ich mache eh bald Diät. Mal gucken, wie weit ich damit komme, wie viele Stunden ich das durchhalte. Ich werde berichten. Ja, so sieht's aus. Wir machen uns mal fertig und machen alles fein. Und dann kommen wir gleich los und dann werde ich berichten, was es Tolles zu erleben gibt in der Mall. So, wir sind jetzt angekommen in der Mall, in der ersten. Wir waren jetzt gerade bei Decathlon und sind da fündig geworden. Haben zwei Isomatten bekommen und ein paar andere Kleinigkeiten. Volleyball haben wir uns geholt, zwei Thermomatten für das Zelt für Kalle, einen Stuhl und ja. Jetzt sind wir vollgepackt, 70 Euro ausgegeben. Und jetzt fahren wir zur nächsten Mall, das liegt auf dem Rückweg. Da wollten wir dann noch in Teddy rein. Wir waren jetzt gar nicht lange da, halbe Stunde oder so, weil der Rest hier nicht so relevant ist für uns, wo wir was holen wollten. Und ja, jetzt sind wir schon unten in der Tiefgarage. Das ist offene Tiefgarage, auch kostenlos, da ist das Schöne hier überall. In Split, da kam, ach ja, doch, sind ja noch in Split, ist ja noch nicht Tokio hier. Das war alles hier kostenfrei, ist bei den Parkplätzen. Ja, und so ein Schwimmding, halt mal fest, Kalle. Und so eine Schwimmweste für die Livia haben wir noch geholt, für 20 Euro. Die Thermomatten haben 8 Euro eine gekostet, das sind solche Dinger hier. Dann haben wir noch so einen Stuhl geholt, war langsam. Jetzt zeige ich euch nachher aber nochmal unten Volleyball, da wollen wir ein bisschen Volleyballen. Ja, so ist glaube ich die Perspektive besser, dann sieht man meine Doppelkinder nicht. Ja, so sieht's aus. Die Livia kommt die Treppe jetzt runtergelaufen. Und dann packen wir ein und dann geht's weiter zum nächsten Center kaufen. Hallöchen ihr Lieben. Lieben, Liebenden. Mach so. Die Tür eben zu wegen. Wir sind wieder zu Hause, wir machen die Tür wieder zu wegen Mücken. Das war so voll in der zweiten Mall, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen, aber ist klar, es war Sonntag. Primetime. Da hinten ist Feuerwerk, sagt der Calvino. Ja, und wie gesagt, seid mir nicht böse, konnt ihr nicht filmen. Aber wir haben viele schöne Sachen gekriegt, wir haben einen schönen Stuhl für uns gekriegt, einen Volleyball haben wir gekauft. Dann geklimps, klamps und gedöns und gebimsel, weil in der Spielhalle für Kinder, da haben sie Spaß gehabt, da war richtig die Hölle los, also es war richtig schön. Der Etty hat schön geschneuzelt, geschlafen im Auto, der war platt wie Hund. Und ja, jetzt machen wir uns nochmal die Reste warm, Gyros mit Reis und Salat und Tzatziki. Der Etty hat auch Pipi gemacht, der kommt da wieder. Und ja, das werden wir so langsam den Abend einklingen lassen. Ja. Ja, ich helfe dir gleich, mein Schatz. Ja gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Dann nehme ich euch wieder mit. Tut mir leid, dass ich in der Mall nicht filmen konnte, aber es war wirklich, wirklich rattenvoll da. Und da konnte ich echt nichts zeigen. Ja, ich gebe dir die doch. Guck mal, eine Milchschnitte für die Maus. Bitteschön. Hier. Ja. Hier. Papa isst die böse Milchschnitte auf. Hier. Ja. Ich sollte nur auspacken, kein Stück geben. Mein Fehler. Ja gut, ihr Lieben. Wie gesagt, viel Spaß nachher, Peter Michaela. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Passt auf euch auf. Einen schönen Abend noch. Tschüss.